So, ganz doof gelaufen. Ich war mir total sicher, ich hätte die blöde Aufnahmetaste gedrückt, habe diesen Galli hier auch erwischt, aber naja. Also, Zen-Prozedur war wie folgt. Moment kurz. Ich habe ihn gesehen. Immerhin ein Level 89er Galli. Bin vom Rex abgestiegen, habe ihm gesagt, kommst du mal brav nach. Und habe ihn mit einer Bola gefangen. Also, die Bola hat. Dann habe ich mit meiner Vier, also mit der Flinte und den Trank Darts drauf, immer schön auf die Nase geschossen, also wirklich Kopfschüsse. Und habe, ich weiß nicht mehr, sechs Pfeile, glaube ich, getroffen. Dann hat sich die Bola gelöst. Also, wenn ihr sowas macht, nach sechs Trank Darts nehmt wieder, oder nach fünf Trank Darts nehmt die Bola in die Hand, weil er rennt gleich weg. Weil sich die Bola löst. Dann hatte ich allerdings Glück, er ist nämlich zwar weggerannt. Und ihr seht es auch, also er hat nicht mehr viel HPs. Er hat nur Schaden bekommen durch die Trank Darts, sonst durch nichts. Ja. Rannte weg, ist aber dann im Wegrennen umgekippt. Da hat halt der Trank Dart noch nachgewirkt. Ja, dementsprechend zähme ich mir hier gerade einen 89er Galli. Beeren habe ich allerdings leider total verpeilt einzustecken und hier in der Umgebung keine Büsche gesehen. Dementsprechend klarer Fall von dumm gelaufen. Ja, habe ich halt ihm jetzt einfach mal alles an Beeren gegeben, was ich habe. Angeblich braucht er 27 Stück. Und, voilà, falsche Taste hier. 27 Stück und damit 10 Minuten, 48 Sekunden. Er wäre auch mit den Meo Berries nicht schneller. Nur mit die Metrodon Kibbles wäre er schneller. Derzeit wird er mir noch 35 hiervon insgesamt wegfressen. Ja, also da sollte man auch genug dabei haben. 1, 2, 3, 4, 5. Die braucht er halt schlicht und ergreifend. Na, die Dinger haben halt, was das angeht, nicht unbedingt viel. Muss jetzt allerdings aufpassen, weil er ist zwar super schnell, aber noch angeschlagen. Also wenn der jetzt dann aufsteht, muss ich ihn definitiv mit meinem kleinen Rex hier beschützen. Auch wenn da mir irgendwas hier näher kommt. Ich muss diesen Kleinen hier beschützen. Hilft ja nichts. Ja, weil da ein paar Mal draufbeißen und der liegt lang vollends. Und zwar tot. Dementsprechend, ich sehe da hinten gerade einen Raptor. Ups, nicht. Aufsteigen schon mal. So. Nur nicht rennen. Solange ich nicht renne, kann ich auf ihm rumtrampeln und mache keinen Schaden. Weil dieser Raptor da hinten, der ist mir zu nah. So ein Raptor ist ja doch relativ flott mal eben da, ne? Ja, man kann den Raptor hier kurz wegfrühstücken. Sicher ist sicher. Ja, ich will ihn auch gar nicht irgendwie groß ausnehmen oder so. Ich will einfach wirklich nur, dass der meinem Galli nicht zu nahe kommt. So, jetzt natürlich auf gar keinen Fall drüber trampeln, das wäre reichlich blöde. Na? So, du verlierst schon wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mal wieder 10 Stück rein. Na? Er soll, also mein Programm sagt, dass er 132 wird. Ich bin sehr gespannt. Wäre ja schon irgendwo cool. So, wenn ich jetzt noch wüsste, wie dieser Steineschmeißer heißt, dann könnte ich auch schon mal den da reingraben. Mal gucken, wenn ich hier so durch die Namen gehe, ob er mir da wieder einfällt. Ah, hier. Ein Kalikoterium. Braucht, also bei Level 89 würde der nur drei Bier brauchen. Ja, also ich glaube, sechs Bier habe ich mit, das wäre nicht schlecht. Und das ist halt so der nächste, der noch auf der Liste steht, den ich haben will. Ne? Ich bringe jetzt also nicht direkt hier den Galli kurz heim, der muss jetzt halt mitkommen. Ne? Und ja, da muss er jetzt durch, dass er mich so begleitet.
Mal den Kram da reinlegen hier. Wie, du hast ziemlich viel Gewicht. Dann werfen wir hier mal ein bisschen was an Fleisch weg. Da hast du eh wieder viel zu viel von. Ich verstecke den Galli jetzt unter einer Hau auf Haufen Fleisch. So. Ja, so in etwa. Jetzt sieht dein Dingsbalken wieder besser aus. Hier ist bewusstlos und zähmen jetzt gleich auf. Das ist super. Und ja. Bin mal gespannt, wo ich den Steineschmeißer finde, weil da habe ich bisher noch keinen gesehen. Bin ganz grob, also ich bin runtergegangen. Da oben seht ihr den roten Pinüppel. Und bin ganz, ganz grob auf dem Weg Richtung meinem ersten Klotz. So, als grober Anhaltspunkt. Das geht schon wieder runter hier. Ja, 5 kriegt er mal noch. 1, 2, 3, 4, 5. Rest hätte ich gerne wieder. Na, weil. Oh, den könnte ich auch schon mal hier auf die 0 legen. Nur nicht trinken. Ups. Weil, ja, also das als grober Anhaltspunkt, weil auch da oben habe ich mal welche gesehen. Früher, ganz am Anfang. Da habe ich, glaube ich, meinen ersten beobachtet, der mal eben alleine ein Kanu auseinandergenommen hat. Und war beeindruckt. Ja. Und da bin ich jetzt halt auf dem Weg wieder hin, ne? So, meine Bolas brauche ich wahrscheinlich nicht mehr. Rumpf, rumpf. Aber man weiß ja nicht. Was ist das da hinten? Das ist ein Peter, oder? Also wenn du Hunger hast, kleiner. Ne, das ist so ein Albatross-mäßiges irgendwas. Ne, der mag das nicht. Der mag nur Fisch. Sonst hätte ich gesagt, hier liegt Fleisch rum. Dann ne? Nimm dich, bedien dir. Ein Weibchen. Kann man ein Weibchen Roadrunner nennen? Ich glaube, Roadrunner war sogar weiblich, oder? War Roadrunner weiblich? Ich glaube, Roadrunner war weiblich. So, 200 Gewicht, das geht wieder und er hat noch genug Fleisch für unterwegs. Hat er doch, oder? Noch mal kurz, ne? Ja, er hat noch Fleisch, wunderbar. Und es wird schon wieder dunkel. Super, dann werde ich jetzt eigentlich auch gleich, wenn er aufsteht, dass die Zeit ein bisschen vordrehen, weil ja, habe jetzt keine Lust, durch die Dunkelheit zu reiten mit euch. Auf der Suche nach dem Steineschmeißer. Heil dich mal, Jungs. Junge, die warten, die Leute. Na, ist aber fast fertig, ne, wenn man das so sieht. Einmal fressen vielleicht. Vielleicht ist es noch ein zweites Mal fressen. Mal gucken. Na, zweimal fressen noch. Okay. Hoppala. Ich bin mir nicht sicher, du. Er verliert einfach derart schnell, dass ich ihm lieber noch mal welche gebe. Bevor er mir so auf dem letzten Müh aufsteht. Das wäre schon. Ja, da ist er. Roadrunner. Hallo Roadrunner. Hallo Level 132. Und, ah cool, er ist sogar tatsächlich. Ups. Er ist sogar tatsächlich wieder fit, ne? Das ist super. 540 HP ist jetzt nicht so viel, aber naja, okay. So, ich würde gerne, dass du mal Kommissar Rex hinterherkommst. Müsstest du ja ganz locker schaffen, ne? Gehen wir mal kurz hier K. Und gib mal Gas. Ja. Dem ist da eher langweilig bei. So, Cheat Set Time of Day 7:00. Entschuldigung. Aber ja, das muss jetzt sein. So, dann gehen wir hier mal wieder hoch. Und jetzt muss ich natürlich dann so Akkordinos eher entsorgen. Bevor die mir meinen kleinen Galli platt machen. Also sowas hier da vorne. Na? Das machen wir jetzt zur Sicherheit mal lieber platt.
er lebt sogar noch. Puh. Ich dachte, das wäre die Todesmeldung von ihm gewesen. Also mal ganz, ganz wichtig. Boah, schauen dir an. Boah, das ist ja haarscharf. Was soll ich denn doch erst heimbringen davor? Der ist ja praktisch tot. Ne, beim nächsten Bissen bist du weg. Tu mir bitte einen Gefallen, du greifst nicht mehr mit an. Du greifst auf gar keinen Fall mehr mit an, du bist ja irre. Du bist ja gewaltig irre. Erhol du dich bitte erstmal. Das dauert jetzt zwar, aber erhol dich erstmal. Bin jetzt gerade im Überlegen, ne? Soll ich ihn heimbringen? Soll ich ihn nicht heimbringen? Nur der Heimweg ist auch nicht unbedingt der sicherste. Es war halt echt doof, dass der in den Rex reingelaufen ist und da dann auch noch, ja, gebissen wurde. Das war halt echt einfach blöde. Das heißt, wir gehen jetzt lieber da erstmal außen rum. Und schauen, dass wir Viecher umgehen erstmal. Das ist wohl sicherer. Bevor ich gleich mich auf die Suche nach Roadrunner den zweiten mache. Auch wenn hier wahrscheinlich einige dabei wären. Oh, da hinten hat es Terrorvögel. Da glitscht irgendwas rum. Ja, gegen meinen Rex sind die Terrorvögel natürlich total harmlos. Allerdings bin ich mir halt echt nicht sicher. Die dürfen halt nicht an meinen Galli rankommen, ne? So. Er lebt noch. Ich stehe ja auch mehr oder minder drauf, ne? Zur Sicherheit und so. Ja, Rex, futter dich satt. Ja, er erholt sich aber auch einigermaßen, wenn ich mir das so anschaue. Er erholt sich auch wieder ein bisschen. So, also gucken wir uns mal hier um. Da ist eine Höhle, da gehe ich natürlich nicht rein. Da könnte ich ihn ja gleich über die nächste Klippe springen lassen. Ich meine, ich weiß, wo die Höhle hinführt, ne? Also das ist kein Problem, ich bin da schon durchgeflogen, nur ich weiß halt auch, was da drin lauert. Alles an Monstern, ja. Mit dem Rex, klar, würde ich durchreiten, kein Thema, aber der Galli käme oben nicht an, der Roadrunner. So. Noch sehe ich keinen Steineschmeißer. Also wer einen Steineschmeißer sieht, plärt, ne? Schreibt mir in die Kommentare an, wie viel ich vorbeigerannt bin. Was gibt's denn? Ich muss jetzt echt mit dem... Ich werde jetzt auf jeden Fall da hinten halt zurückgehen und dann langsam hoch. Da hinten ist ein Rex, da halten wir Abstand. Ja. Mit dem Galli so grob nach Hause natürlich schon wieder gehen jetzt. Na, was haben wir's denn? 10 Grad hier unten nur. Du klingst komisch. Kann man dich noch irgendwo stimmen? Hier in der Gegend habe ich mal einen gesehen, da bin ich mal sehr, sehr sicher. Ja, mal einen gesehen heißt halt nichts mehr. Oh, sowas hätte ich auch gern mal. Wie heißen die noch mit dem großen Ding am Kopf? So ein Tabejara. So einen hätte ich schon noch echt mal gerne. Aber auch die sind halt sehr, sehr scheu. Da weiß ich noch nicht so genau, wie ich die fangen soll. Rein Interesse halber gerade mal.
Jetzt hat er mich schon gesehen, deswegen kann Bayern nicht mehr schießen. Sonst hätte ich gesagt, je nachdem, ne? Mal so auf Entfernung, ein gut gezielter Schuss direkt in den Kopf. Könnte ja mit Glück reichen. Was natürlich jetzt interessant ist, dass der hängt, ne? Ah, okay, jetzt nicht mehr. Schildkröte. Stego. Stego. Rex. Und zwei Raptoren. Das heißt, wir werden hier mal wieder abbiegen. Aber erst mal gucken, dass die beschäftigt sind, die Raptoren. Ansonsten will ich die nämlich lieber von vorne haben, dass ich es auseinandernehmen kann. Wenn die mir meinen kleinen Galli sehen. Okay, sie sind so. Was? Ich glaube, ich spinne. Hat da eine Horde Kompis an meinem Galli rumgeknabbert? Habt ihr das gesehen? Sowas Freches. So, er ist da. Ich werde nicht verfolgt. Tja, wollen wir mal gucken, ne? Bisher sehe ich halt echt keinen dieser Steineschmeißer mehr. Ich meine, die Karte ist ja auch noch nicht so hundertprozentig fertig. Also es kann natürlich echt sein, dass der Spawnpunkte nochmal versetzt. Merke, diese Ghillie Suit oder wie die genau heißt, die ist zwar nicht schlecht zum ein bisschen anschleichen und so, aber man friert da drin scheinbar relativ flott. Ich gucke mich immer noch um, ne, so langsam den Blick schweifen lassen, ob ich ja irgendwo so einen Steinewerfer sehe. Terrorbirds. Ihr nervt uns jetzt mal nicht, so. Da habe ich einfach mal ganz schnell kurz einen Prozess gemacht mit. Da hat es einen Schwung Raptoren. Ja, sonst muss ich wohl doch mal mit einem Dings, wie heißt der los? Oh. Mit einem Vogel los. Und am besten den Sattel direkt mitnehmen, dass ich dann den gezähmten Steineschmeißer heimtragen, reiten kann. Okay, er geht wieder. Wobei halt auch der Galli, ne? Also ich brauche jetzt einen Galli-Sattel unten. Das nächste wäre dann der Steineschmeißer-Sattel. Bin mir nicht sicher, was ich noch an einem Krankpunkten über habe. Moment. 15. Ist ja niedlich. So kann ich mir jetzt höchstens, wenn ich gelevelt bin, nochmal mich um einen Sattel kümmern. Ich weiß es ja wohl. Ich habe ja eigentlich den Erhalt der Engrammpunkte ein bisschen hochgedreht. Ich krieg ja eigentlich mehr. Hier auf diesem Server. Das schlicht und ergreifend als Hintergedanke, dass ich hier alleine unterwegs bin. Und da will man ja doch ein bisschen mehr lernen können. Deswegen habe ich da ein bisschen gesagt, komm, okay. Ganz normal leveln, aber mehr Engrammpunkte bitte. Ja, aber so wie es aussieht, werde ich tatsächlich dann
mal schauen, dass ich mir den Sattel besorge. Mal kurz nochmal gucken. Und dann mit Sattel losziehe. Ach, eine Motte. Bei dem Stein bin ich mir gerade nicht sicher. Mal ganz kurz spaßeshalber drauf gucken. Wo ist er? Nein. Da, der. Er hat keine Lebensanzeige. Da war ich mir jetzt gerade echt nicht sicher, ob das nicht so ein... Hatte ich was gebissen? Oder hast du eine Beere gefuttert? Ja, dann bringen wir jetzt wohl erstmal hier unseren kleinen Galli heim. Na? Hoffen, dass wir heil mit ihm ankommen, nicht dass hier irgendwo ein fieser Golem rumliegt. Und dann, ja, heißt das nächste Projekt Sattel für Steineschmeißer. Und dann mit Vogel den Steineschmeißer suchen. Da kommen wir dann besser und weiter rum, ne? So, egal. Wie dem auch sei, Galli haben wir. Ich bringe ihn jetzt heim. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wahnsinn, Aussicht hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und da dann, ich weiß nicht, wie viel ich zwischen den Folgen schaffe, ob ich da schon das Level irgendwie hinkriege, dass wir dann direkt losziehen können. Alles so voller Bäume hier. Na? Und dann schauen wir mal, dass wir endlich so einen blöden Steinewerfer. Ich will diesen Viech haben, es ist einfach so. Ich meine, den Galli wollte ich auch haben. Das war immerhin Teil 1 des Plans oder ein Teil des Planes hat geklappt. Ich wollte ja eigentlich nach Möglichkeit beide haben. Aber wie dem immer so ist, ne? Egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut und bis bald.